Herzlich willkommen bei Talk im Sportpark hier, genau, aus dem Sportpark. Und ich habe heute mal ein Trikot an. Keine Sorge, so dünn ist unsere Personaldecke nicht. Ich bin also nicht zurück im Kader und ich fange auch nicht wieder an, Fußball zu spielen. Aber wir haben eine ganze Menge für euch vorbereitet in dieser Folge von Talk im Sportpark. Ist auch viel passiert seit der letzten Sendung. Was genau erwartet euch im Einzelnen? Wir schauen auf die letzten Spiele zurück. Wir haben eine neue Kategorie, Tor des Monats. Und da kommt ihr dann auch mit ins Spiel. Dann stellen wir unseren Last-Minute-Neuzugang vor, Lennart Siebrecht. Und wir sprechen mit Benjamin Blaschek mit einem Ausblick auf die kommenden Spiele. Also pickepackevolles Programm bei Talk im Sportpark. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein Platz zum Boden. Bauverein Rüstring, alles im grünen Bereich. Ich habe es ja schon gesagt, wir schauen ein bisschen zurück auf die Spiele. Schauen wir jetzt mal auf die Partie beim TSV Großen Kneten. Und da gab es unter anderem ein Tor, Marke Tor des Monats, Tarek El Ali. Der hat diesen Treffer erzielt. Und wir schauen jetzt mal zusammen nochmal die erste Halbzeit an und dann sprechen wir darüber. 10:0 gewannen wir beim TSV Großen Kneten und wir haben exemplarisch mal drei Tore für euch rausgesucht. Hier jetzt der Treffer zum 1:0 durch Ibo Temin, quasi der Dosenöffner in einem Spiel, in dem einfach alles ging. Zweimal legte er noch nach Percy Buchheim mit dem 4:0 und jetzt gucken wir uns den Treffer zum 5:0 einmal ganz genau an. Kurz vor der Halbzeitpause Freistoß für den WSC Frisia. Tarek El Ali zirkelt den Ball ans Aluminium. Und da gab es auch wirklich gar nichts zu halten. 5:0 zur Pause. Nach dem Wechsel legten wir nochmal 5 Treffer drauf. Zweimal Sascha Abraham, zweimal Brian Bruno Behrens und auch unser Neuzugang Eugen Kuschnier, der trifft hier. Und diesen Treffer, den schauen wir uns jetzt auch nochmal ganz exemplarisch an. Fein vorgelegt von Torben Vollers und Eugen Kuschnier trifft zum 7:0. Am Ende 10:0 Sieg an einem Tag, an dem alles ging. Tarek El Ali, ja, die Saison, Bezirksliga-Saison ist für dich eigentlich ganz gut angefangen. Du hast die ersten Spiele gut getroffen. Du hast auch im Pokal gezeigt, dass du weißt, wo das Tor steht. Wie persönlich bist du zufrieden mit deinem persönlichen Saisonstart? Ja, also mit dem Saisonstart bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ja, gut, hinten raus, die letzten Spiele waren jetzt natürlich nicht mehr so berauschend, aber du, es hat mal eine Saison und dann geht's weiter, ne? Gut, ich schaue nochmal zurück in die letzte Saison, in die Landesliga-Saison. Die war bei dir so ein bisschen auch von Verletzungen geprägt. Bist du jetzt wieder topfit? Ja, genau. Ich habe mich gut erholt von den Verletzungen, habe diese Saison gar keine Beschwerden. Habe vor der Vorbereitung nochmal mit Schumi, dem Fitnesstrainer, nochmal ein paar Einheiten hinter mich gehabt. Und ja, ich fühle mich topfit. Du bist aber eher einer, der sagt, ich will den Ball am Fuß haben. Oder bist du dann doch eher der Läufer? Nee, auf gar keinen Fall der Läufer. Also schon eher den Ball am Fuß. Gut, jetzt du hast die Rückennummer 10. Ist die 10 eigentlich auch deine Lieblingsposition oder bist du irgendwie so eine hängende 9? Wo siehst du dich? Ja, das ist schwierig zu sagen, ne? Also ich sage immer, ich habe eigentlich gar keine Position, weiß ich nicht. Ich fühle mich vorne irgendwo wohl, bis am Rumwühlen oder so. Aber eine feste Position, 10er, hinter den Spitzen, Stürmer, alles da dahinter, ne? Also. So, du hast den kompletten Weg beim BSC Frisia ja mitgemacht. Du hast den Weg von der Bezirksliga in die Landesliga mitgemacht. Wir haben tolle Derby-Siege auch gefeiert. Wir haben eine gute Saison, eine gute erste Saison in der Landesliga gefeiert. Hatten dann in der letzten Saison ja durchaus auch hohes Verletzungspech. Auch du warst davon betroffen. Jetzt wieder Bezirksliga. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, ist natürlich ein Rückschritt, sage ich mal. Aber du, wir haben ein gutes Team jetzt gerade zusammen. Wir sind gut am Arbeiten, dass wir nächste Saison wieder da oben stehen, ne? Wir haben das Ziel ausgegeben und sagen das auch immer, Mission Wiederaufstieg. Wie zuversichtlich bist du persönlich? Also ich bin sehr zuversichtlich, wir haben einen guten Kader. Natürlich ist es ist nicht einfach, gegen die Gegner zu spielen. Sie stellen sich alle tief oder, ja, die sind halt alle hustmotiviert und da müssen wir jetzt durch, ne? Wir haben uns die Marke selber gesetzt und ja. Wie geht ihr innerhalb der Mannschaft mit diesem Druck um? Spürt ihr das?
Gebt ihr euch das Geld gegenseitig wieder? Ah, ich glaube, wir haben viele erfahrene Spieler im Kader. Also wir können damit schon gut umgehen. Und ja, das kriegen wir auch gut hin. Dann wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg. Weiterhin solche Tore wie gegen großen Kneten. Und dann klappt es auch mit der Mission Wiederaufstieg. Viel Glück und bleibt verletzungsfrei. Danke, Tarik. Danke, Wolf. Wir machen weiter mit dem Rückblick. Anfang des Monats September stand im Bezirkspokal in der dritten Runde das Derby gegen den ewigen Stadtrivalen vom SV Wilhelmshaven auf dem Programm. Im Jahle-Stadion, Mittwochabend, 1200 Zuschauer waren zu Gast und hier kommen nochmal die Highlights und Stimmen nach dem Spiel. Viel Spaß damit. Am 6. September kam es dann im Jahle-Stadion vor 1137 Zuschauern zum Derby im Pokal in der dritten Runde gegen den SVW. Hier jetzt der Treffer, der das Spiel entscheiden sollte, Francis Abula Agumbire mit dem Sololauf und dem Treffer zum 1:0 in der ersten Halbzeit, 8. Spielminute. Das war eigentlich im Prinzip schon der goldene Treffer, obwohl wir dann am Ende und auch in der zweiten Halbzeit hier jetzt exemplarisch durch Ibo Temin auch noch einige Chancen hatten zum Ausgleich auf Augenhöhe. Hier Ibo Temin scheitert an Luca Kemner, dem Keeper vom SVW. Die ziehen in die dritte Runde ein und uns bleiben die Stimmen zum Spiel. Benjamin Blaschek, jetzt ist das Derby gespielt. Das Pokalspiel ist 1:0 ausgegangen für den SVW. Ein packendes Fußballspiel. Wie siehst du das? Ja, erstmal Glückwunsch an den SVW. Ein verdienter Derby-Sieg, Pokalsieg aufgrund der ersten Halbzeit. Ja, die war ganz, ganz schwach von uns und das haben wir dann auch gezeigt bekommen. Wir waren immer einen Schritt zu weit weg, hatten die Geschwindigkeit nicht, die SVW da hatte. Das war einfach keine gute Leistung und wir können froh sein, dass wir zur Halbzeit nur 1:0 zurückgelegen haben. Somit war eigentlich noch alles drin. Zweite Halbzeit, auch aufgrund der Wechsel, ein verändertes Bild, ein ausgeglichenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Ja, und eigentlich musst du den SV Wilhelmshaven dafür bestrafen, dass sie das 2:0 nicht machen und die Torchancen waren da. Ja, und das ist vielleicht etwas, worüber wir uns ärgern können, aber die erste Halbzeit, da haben wir uns das selber eingebrockt, dass wir hier das Derby verlieren, was absolut nicht notwendig war. Ja, Erdem Baştürk, jetzt 1:0 verloren, das Derby verloren. Ich glaube, in der ersten Halbzeit könnte man, wenn die erste Halbzeit eine Kopie oder die zweite Halbzeit eine Kopie der ersten Halbzeit geworden wäre, hätte man sagen können, verdient. In der zweiten Halbzeit habt ihr richtig viel Charakter gezeigt. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also wie du schon gesagt hast, so die erste Halbzeit, da haben wir ein bisschen, ja, vielleicht zu viel Respekt gehabt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir nicht das gespielt, was wir können, was wir wollten. Wir wollten eigentlich vorne anlaufen, das haben wir irgendwie nicht gut umgesetzt. Wir sind nicht gut angelaufen, wir haben viele zweite Bälle nicht bekommen. So die ersten 20 Minuten, würde ich sagen, da sind wir so ein bisschen besser ins Spiel gekommen, muss ich sagen, wo wir dann auch ein bisschen mehr Fußball gespielt haben, wo wir ein bisschen geduldiger waren. Ja, schlussendlich kann man, in der ersten Halbzeit kann man sich nicht beschweren, dass wir das 1:0 bekommen haben. Ja, da sind wir in die Kabine, also in die Halbzeitpause, da haben wir unsere Sachen angesprochen und ja, in der zweiten haben wir es viel besser gemacht, als wir einfach ja, besser den Ball laufen gelassen haben, was auch unsere Stärke ist eigentlich, sind ein bisschen besser in die Zweikämpfe gekommen. In der ersten Halbzeit haben wir es so ein bisschen hergegeben, da haben die halt Erwachsenenfußball gespielt, was wir nicht hinbekommen haben, ist leider so, da müssen wir ein bisschen lernen. Ja, ich habe es angekündigt in der Anmoderation, wir haben Lars Minde nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, Neuzugang, und den möchte ich natürlich jetzt hier vorstellen. Einige Fragen habe ich vorbereitet. Ich persönlich kenne ihn schon, da hat er in der E-Jugend beim TuS Büppel gekickt und jetzt beim WSC Friesia hier als gestandener Spieler, und ich begrüße beim WSC Friesia Lennart Siebrecht. Ja, hallo Rolf, dankeschön. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, seit der E-Jugend kenne ich dich, habe dich dann irgendwie so ein bisschen aus dem Auge verloren. Früher warst du auch irgendwie, keine Ahnung, bist glaube ich Generation mit Sebastian Polter, ist glaube ich 91er Jahrgang, du 92er, mein Sohn, der hat damals, hast du gerade ja richtig schon erkannt, im Tor gespielt, hast beim TuS Büppel angefangen, aber ich denke, wir sollten jetzt nicht die gesamte Jugend durchgehen.
Wieso hast du dich für den WSC Friese entschieden? Ja, zum WSC Friese hat es mich eigentlich verschlagen, da ich nach wie vor guten Kontakt eigentlich zu Daniel Franziskus habe, mit dem ich in der Jugend bei Werder zusammengespielt habe. Und nachdem sich das bei ihm so ergeben hat, dass er hier beim WSC Friese einsteigt, hatten wir auch relativ kurzfristig Kontakt miteinander. Dann hat es sich erst im Sommer nicht ergeben, weil ich beim SV Atlas schon im Wort stand, so gesehen. Da sind dann aber in der Vorbereitung Dinge passiert, beziehungsweise auch Sachen einfach nicht eingehalten worden, die zugesagt worden sind. Und so sind wir halt nach wie vor in Kontakt geblieben. Und so hat es sich kurzfristig vor Transferschluss noch ergeben, dass ich hierher gewechselt bin. Genau, unser erstes Auswärtsspiel war ja bei Atlas 2. Da hast du noch das blau-gelbe Trikot getragen, bist dann relativ schnell beim WSC Friesia gelandet und hast deinen Einstand dann gleich feiern dürfen im Derby. Wie war das für dich? Gleich volles Stadion, Derby gegen den SVW. Du hast ja auch das Trikot vom SVW schon getragen. Genau, beim SVW war ich auch ein Jahr. Von daher war es nicht ungewöhnlich, im Jahr das Stadion aufzulaufen. Kamen alte Erinnerungen natürlich nochmal wieder hoch. Aber an sich wünscht man sich so einen Einstand und einen solchen Gegner natürlich auch, klar. Und dann ging es gleich zwei Tage später gegen den VfL Wildeshausen. Startelf-Debüt, wie war das für dich? Ja, schön. Erstmal spielt natürlich jeder Spieler gerne von Anfang an. Und Daniel hatte mich natürlich auch schon kurz vorher informiert, dass der Kader gegen Wildeshausen nicht ganz so groß aufgestellt ist wie gegen den SVW noch. Und dass es mich wohl erwartet, dass ich dann gleich von Anfang an spielen werde. Aber darauf war ich vorbereitet und von daher auch kein Problem. Jetzt kenne ich dich aus der Jugend, da warst du in vorderster Front quasi und hast da quasi alles reingemacht, was kam. Jetzt hast du dich, glaube ich, so von Jahr zu Jahr irgendwie immer weiter in die Defensive verschlagen. Wo siehst du jetzt deine Stärken? Ja, das ist richtig. F- und E-Jugend habe ich noch ganz, ganz vorne gespielt. Aber so mit den Jahren über die Jugend hinweg ist es immer weiter zurück. 10, 8, 6er Positionen letztendlich ausgebildet worden. Und da sehe ich auch ganz klar noch meine Position, beziehungsweise auf der 6er Position fühle ich mich auch am wohlsten. Jetzt müssen wir mal gucken, durchaus ja auch, bist ja körperlich ein sehr robuster Spieler. Könntest du dir auch vorstellen, Innenverteidiger zu spielen? Kann ich spielen, habe ich auch schon gespielt, macht mir aber keinen Spaß. Okay, Fußball soll natürlich gerade da in den Regionen, wo wir spielen, immer Spaß machen. Jetzt ist der WSC Friesia sehr ambitioniert. Ziel heißt ganz klar Mission Wiederaufstieg in die Fußball-Landesliga. Passt das zu deinem persönlichen Ziel? Ja, das war unter anderem ein Grund, warum ich mich kurzfristig noch entschieden habe, mich hier dem WSC Friesia anzuschließen. Einfach weil die sportlichen Ambitionen deutlich höher sind als bei dem durchschnittlichen Bezirksligaverein. Und klar, sollte das Ziel der Wiederaufstieg sein und... Bist du angekommen beim WSC Friesia? Wie hat Mannschaft dich aufgenommen? Ja, ich fühle mich wohl. Viele der Jungs kenne ich auch schon aus vergangenen Zeiten, Jugendfußball oder auch nachher im Herrenfußball, dass man oft gegeneinander gespielt hat. Von daher gar kein Problem. Gut, ich spiele Fußball in der Fußballbezirksliga. Gibt natürlich auch noch eine Zeit außerhalb des Fußballs. Was machst du beruflich? Von Beruf bin ich Immobilienkaufmann, lebe in Oldenburg und ja, da verbringe ich auch die Hauptzeit meiner Freizeit, ja klar. Familienstand, vielleicht für die weiblichen Zuschauer? Ledig. Okay, also geht noch was. Geht noch was, natürlich. Okay, da können wir ja durchaus bestimmt was arrangieren. Also wir haben jetzt mittlerweile ja auch viele Frauen, Mädchen, die halt ins Stadion kommen. Also Lennart ist noch zu haben. Also wir können ja wirklich fast alles machen beim WSC Friesia. So, ich denke mal, wichtig ist, verletzungsfrei zu bleiben. Hast du persönlich für dich auch irgendwie Ziele, so viel Spielzeit wie möglich? Was sind deine persönlichen Ziele? Ja klar, also grundsätzlich aber ist verletzungsfrei bleiben das A und O, weil der Rest ergibt sich von selber, denke ich immer. Und genug Spielzeit wird, wenn ich fit bleibe, glaube ich, am Ende immer bei rumkommen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Aktualität der Lage auch in Fußball Deutschland gucken. Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Wen siehst du als Nachfolger? Wer wäre dein persönlicher Favorit? Mein persönlicher Favorit? Ja, was soll ich dazu sagen? Es sind ja einige Namen im Umlauf. Louis van Gaal ist im Angebot. Ja, Jürgen Klopp. Zum Beispiel war nicht so schlecht. Felix Magath hat sich, glaube ich, selber nicht gemacht. Er ist sicherlich auch jemand, der da auf jeden Fall Zucht und Ordnung reinbringen könnte in den Laden. Nobby Herrmann. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, ich schätze mal, dass es am Ende Julian Nagelsmann werden wird, wenn die Bayern jetzt schon angeboten haben, den quasi umsonst aus seinem Vertrag rauszulassen. Gehe ich mal davon aus, dass der das wird. Ja. Im Duett mit Sandro Wagner? Warum nicht? Geben wir dem eine Chance? Ja, klar. Jetzt gucken wir mal über den Fußballrand hinweg. Deutschland ist Basketball-Weltmeister gewesen. Hast du Sonntag geguckt? Nein. Ist auch keine Sportart, für die ich mich besonders begeistern kann. Okay, dann begeisterst du dich hoffentlich für den WSC Friesia. Das mache ich. Und wir wünschen uns viele Einsätze von dir und die Mission Wiederaufstieg dann mit Lennart Siebrecht. Ja. Vielen Dank. Alles und klar. Herzlich willkommen beim WSC Friesia. Danke.
Weiter im Rückblick, nur knapp 46 Stunden nach dem Pokalderby gegen den SV Wilhelmshaven ging es dann im Jadestadion Freitagabend, Flutlichtatmosphäre, 20 Uhr, weiter mit den Highlights. Und wir haben gegen den Mitabsteiger vom VfL Wildeshausen gekickt, gespielt. Und auch hier gibt es jetzt die Highlights und Stimmen vom Spiel. Den VfL Wildeshausen, nur 46 Stunden später, gab es eine 0:1 Niederlage. Hier jetzt der entscheidende Treffer von Christopher Kant. Das sah alles zunächst ziemlich harmlos aus, aber Christopher Kant jetzt am Ball und Ping-Pong, der Ball dann im Tor. Die 0:1 Niederlage war besiegelt. Zweites Spiel in dieser Woche ohne eigenen Treffer. Obwohl auch hier haben wir eine riesengroße Ausgleichschance. Und da schauen wir mal ganz genau hin. Hier jetzt Ibo Temin, der kommt jetzt gleich an den Ball und er geht ebenso durch die Abwehr wie das Messer durch die Butter. Ibo Temin mit der ganz großen Chance, am Ende scheitert er und wir verlieren das Spiel mit 1:0. So, Daniel Franziskus, ja, jetzt ist das passiert, was man eigentlich verhindern wollte im Spitzenspiel gegen den VfL Wildeshausen. Man wollte eigentlich den Sieg holen. Waren es dann am Ende doch zu viele Körner, die man gelassen hat am Mittwoch? Ja, wir wussten natürlich, dass die Belastung sehr, sehr hoch wird. Nichtsdestotrotz, glaube ich, klar, bei dem einen oder anderen Spieler hat man schon gesehen, dass die Belastung sehr hoch war. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, auch gerade in der zweiten Halbzeit, ich glaube, Wildeshausen kommt einmal vors Tor, sonst sind sie kaum über Mittellinie gekommen. Heute war das Quäntchen Glück einfach nicht auf unserer Seite, das muss man einfach sagen. Ich habe den Jungs gerade im Kreis gesagt, die haben trotzdem immer weitergemacht, immer versucht und ja, den Vorwurf, ich habe vorhin in der Kabine gesagt, manchmal kriegt man nur eine Chance und die kann zum Spiel, zum entscheidenden Treffer zählen. Und das war heute auf Wildeshausener Seite. Aber wie gesagt, ich kann den Jungs keinen großen Vorwurf machen. So, einer, der heute unverhofft zum Bezirksliga-Debüt kam. Ist das Bezirksliga-Debüt, Malte? Du, Oppe, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, vor 15 Jahren das letzte Mal in der Bezirksliga gespielt und ja, natürlich ist ein bisschen Aufregung mit dabei gewesen. Erstmal natürlich die besten Genesungswünsche an Dijk, der einen Cut am Auge bekommen hat. Das ließ sich leider nicht schließen. Ich war natürlich bereit. Bin spät in die Vorbereitung eingestiegen, aber genau für so einen Moment ist man dann da. Gut, du hast ja auch ganz kurz vor Schluss, also 6 Minuten Nachspielzeit, du bist dann auch nochmal mit nach vorne gegangen, wenn dann der Ball zu dir gekommen wäre und das 1:1, das wäre natürlich, so ein Debüt wünscht man sich, oder? Oppe, das wäre natürlich die Story gewesen. Ne? Gestern Geburtstag, heute dann verspätetes Geburtstagsgeschenk fast noch. Knapp drunter durchgesprungen, so ist das halt manchmal. Woran hat es an deiner oder aus deiner Sicht gelegen, dass dann am Ende doch jetzt die erste Niederlage im Pflichtspiel eingetreten ist? Du, Oppe, am Ende zählen die Tore. Und wer die Tore nicht macht, der verliert nun mal auch ein Spiel. Wir zeigen alle Highlights von unseren Spielen immer auf unserem YouTube-Kanal, genauso wie die Stimmen nach dem Spiel. Und das Ganze macht uns möglich. VEO Technology, VEO Football, unser Partner mit der KI-gesteuerten Kamera. Und natürlich gibt es auch noch weiter Neuigkeiten, nämlich könnt ihr jetzt auch tippen auf unsere Spiele, die wir sowohl zu Hause als auch auswärts austragen. Und das Ganze geht zugunsten der Jugendkasse. Das Ganze nennt sich Spieltagstipp und findet in der WhatsApp-Community statt. Und wie ihr in die WhatsApp-Community reinkommt, das seht ihr unter dem Video. Zurückgeschaut haben wir jetzt genug und jetzt wollen wir natürlich auch gucken, was erwartet uns denn in der nahen Zukunft mit Brake, mit Rastede, mit dem nächsten Derby gegen den HFC und natürlich auch mit dem TSV Aberhausen. Das Ganze machen wir mit einem der beiden Trainer, mit Benjamin Blaschek. Also wir haben zurückgeschaut, haben konstatiert, jetzt haben wir das erste Mal verloren gegen den VfL Wilhelmshaven nicht, aber gegen den VfL Wildeshausen natürlich in der Liga mit 1:0. Aber wir sind immer noch Tabellenführer, jetzt geht's weiter, jetzt geht die nächste Aufgabe, gilt es anzugehen und da kommt der SV Brake. Wie siehst du das Team? Ja, Brake, eine Mannschaft, die jetzt seit 3 Jahren, meine ich, in der Bezirksliga spielt, vorher lange Zeit in der Landesliga war und die mit Malte Müller einen neuen Trainer haben und auch eine neue Art Fußball zu spielen. Und ja, Brake hat eine ganz, ganz gute Achse und die ist im Zentrum. Das fängt hinten beim Innenverteidiger mit dem Wiese an, geht nach vorne über Litzius und dann zu Miklas Kunst und zu Mohamed Alavi. Das sind alles gestandene Spieler, gute Spieler, auch Spieler, die schon höherklassig gespielt haben. Und da gilt es dann halt auch dagegen zu halten. Okay.
Schauen wir jetzt nochmal auf das Spiel auf Wildeshausen zurück. Normalerweise ist Wildeshausen ja auch in der Mannschaft eher, das hat Marcel Bragula auch gesagt, die Fußball spielen wollen, die den Ball haben wollen, haben sich gegen uns jetzt etwas defensiver verhalten. Wirst du das mit Brake, wird Brake uns das auch ähnlich anbieten? Ja, ich glaube, es werden sehr, sehr viele Mannschaften gegen uns machen. Am Anfang haben ja noch 2, 3 Teams mitgespielt, was natürlich einem auch mehr entgegenkommt. Klar wollen wir immer die spielbestimmende Mannschaft sein, aber gegen Mannschaften, die mitspielen, ist es deutlich einfacher als gegen Mannschaften wie in den letzten 3 Wochen. Fängt bei GVU Oldenburg in meinen Augen schon an, in Habstedt auch. Und SVW klammer ich mal so ein bisschen aus, aber auch VfL Wildeshausen, die sich hinten reinstellen und die dann über ihre schnellen Flügelspieler ja zum Erfolg kommen wollen, um uns auszukontern. Ja. Und das davon gehe ich auch aus, dass das Brake ähnlich machen wird oder auch die Mannschaften, die danach kommen. Ne? Also das wird sich ja untereinander rumsprechen, wer wie gegen uns spielt und wer wie gegen uns bestanden hat oder nicht. Aber für uns ist jetzt ganz entscheidend, auch gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden. Ne? Und die Lösungen waren, ich sag mal, im Pokalspiel auf alle Fälle dort. Und auch gegen den VfL Wildeshausen waren sie da, so wie ich es mitbekommen habe. Ich war leider nicht vor Ort. Aber dann gilt es auch, diese wenigen Chancen zu nutzen. Und das ist dann halt der Unterschied. Wenn man wirklich nur vielleicht 3, 4 gute Chancen im Spiel hat, muss man auch mindestens 50% nutzen. Ja, und wenn du es nicht machst, dann kannst du das Spiel auch mal 1-0 vielleicht unglücklich verlieren, so wie am Wochenende. Gut, jetzt gucken wir mal, jetzt sind die englischen Wochen erst einmal vorbei. Es ist also diese Woche die erste, ja, ich sag mal, normale Trainingswoche. Hat die Mannschaft regeneriert? Ja, sie musste vor allem, ne? Weil wir jetzt ja innerhalb von 3 Wochen 2-mal so eine Woche hatten, was sehr, sehr kräftezehrend ist, was wir auch heute noch merken. Wir sind heute mit einem ganz kleinen Kader nur hier. Am Donnerstag sieht es schon wieder ganz anders aus und da geht es auch wirklich darum zu regenerieren. Ne? Am Donnerstag geben wir wieder Vollgas, heute ist auch ja, Gas mit dabei, aber schon dosiert, ne? Sodass wir die Spieler haben, jetzt auch nicht verheizen, sondern dass diese Jungs, die jetzt auch noch fit sind, auch am Sonntag und dann in den folgenden Spielen fit ist. Aber wichtig ist jetzt einfach, dass wir in den normalen Rhythmus kommen, heißt 2, 3 Einheiten die Woche plus am Wochenende das Spiel. Gut, nach Brake, du bist natürlich auch mal ein Verfechter von, wir schauen von Spiel zu Spiel, machen wir auch, Brake, Haken dran. Nächster Gegner ist dann der FC Rastede, der Aufsteiger. Aufsteiger, aber ein Aufsteiger, der es sehr gut macht. Der sammelt fleißig seine Punkte, hat aber auch Spieler dabei, die schon Bezirksliga gespielt haben. Heißt, als Brake vor der Saison abgestiegen ist, ist ja die Truppe schon mit den stärkeren Spielern so zusammengeblieben und haben dann ja auch völlig zu Recht den Wiederaufstieg geschafft. Und jetzt hat Rastede ja ein junges Trainerteam, Brüder sind das, glaube ich, sogar. Und die haben auch eine eigene Spielidee. Und ich habe auch jedes Mal, wenn ich mal einen Gegner beobachte, ist auch einer von den beiden da und guckt sich die Gegner an. Also das wird auf alle Fälle auch eine spannende Herausforderung auf einer wunderschönen Anlage in Rastede, keine Frage. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich die beste Anlage hier. Ich meine, wir jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, wir sind auf Augenhöhe, was die Anlage betrifft, die sportlichen Bedingungen, die haben natürlich nicht so ein geiles Stadion wie wir. Und da sind wir gleich wieder bei dem Punkt, dann kommt der TSV Oberhausen. Nee, da hast du noch Heidmüller FC zu vergessen. Stimmt, ich habe genau. Das Derby gegen HFC vergessen. Ja genau. Da müssen wir natürlich aber, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen. Wir haben ja schon HFC gehabt im Pokal, haben 7-1 klar gewonnen. Das Spiel müssen wir aber aus den Köpfen kriegen, oder? Ja, da, also erstmal ein anderer Wettbewerb. Zweitens war an dem Tag der Heidmüller FC nicht der Heidmüller FC wie in den letzten Wochen. Das war ein Ausfall auf einigen Positionen oder auf mehreren Positionen. Das dürfen wir überhaupt nicht als Maßstab nehmen. Die Truppe von Daniel Oleksin hat auch einen richtig guten Kader zusammen, haben auch oft Verletzungspech, das muss man immer dazu sagen. Aber wenn sie wirklich ihre 16, 17 vermeintlichen Stammspieler, sage ich mal, dabei haben, dann ist das eine Mannschaft, die jeden schlagen kann, die jeden ärgern kann und vor allem am Klosterpark mit den Zuschauern im Rücken. Es wird hitzig, es wird Derby-Atmosphäre. Das wird ein Spiel absolut auf Augenhöhe und von diesem 7-1 im Pokal dürfen wir uns nicht blenden lassen. Das Ergebnis hätte ich jetzt vielleicht lieber dann in der Liga gehabt als im Pokal im Nachhinein, aber dass sowas nochmal passiert dem HFC, das glaube ich nicht, vor allem nicht gegen uns. Gut, machen wir jetzt mal einen Haken an die nächsten 4 Spiele. Jetzt schauen wir mal auf den Kader. Wir gehen mal wieder zurück auf das Brake-Spiel. Gegen Wildeshausen musste dann auch auf der Torhüterposition einen Wechsel vornehmen. Wie sieht es aus bei Dijk Oetjen? Ja, Dijk ist heute schon wieder im Training. Dijk hatte ja letztendlich sogar 2 Probleme an dem Tag. Das erste Problem war ja schon beim Aufwärmen, er ist umgeknickt, wo es gar nicht sicher war, ob er überhaupt spielen könnte. Und dann hatte er ja diesen Kopftreffer in der zweiten Halbzeit und da ist halt aus dieser Platzwunde Blut ausgetreten und da wollten wir natürlich nichts riskieren, was das Augenlicht in Gefahr bringen könnte. Deshalb haben wir ihn ausgewechselt. Aber er trainiert heute und deshalb ist er auch am Sonntag natürlich wieder dabei.
Wer fehlt sonst noch verletzungsbedingt oder die, die heute nicht da sind, ist das eher Regeneration? Ja, wir haben heute schon ein paar Abwesenheiten aufgrund von der Arbeit oder von Lehrgängen, aber auch drei, die im Urlaub sind, die aber zum Wochenende wieder herkommen. Das war alles abgesprochen, aber wir haben natürlich auch ein paar verletzungsbedingte Ausfälle heute noch. Ich sag mal, Arian Scheider, Damian Sander, auch Christoph Kühler, die angeschlagen sind aus dieser intensiven Woche, die heute nicht dabei sind, oder Christoph ist nur am Laufen. Aber am Donnerstag sieht das schon wieder ganz erfreulich aus. Da sind wir Stand jetzt aktuell 20 Leute und auch mit 20 Leuten werden wir am Sonntag in Prag spielen. Gut, dann schauen wir jetzt auf das nächste Spiel. Dann sind wir wieder bei deinem Credo. Wir schauen von Spiel zu Spiel und das nächste Spiel ist dann gegen den SV Brake. Danke, alles Gute und weiterhin, ja, toi, 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 Mission Wiederaufstieg, Benjamin Blaschik. Vielen Dank. So, das war quasi auch die letzte Folge von Talk im Sportpark. Keine Angst, das Format selber wird nicht eingestellt, aber wir machen es wie seinerzeit Ryder. Wir werden den Namen ändern. Wir werden viele neue Sachen machen, aber dazu dann in der nächsten Sendung. Und dann heißt es Frisia Talk. Bis dahin ist und bleibt mein Name Rolf Omländer. Tschüss, macht's gut, ich mach's auch.